Deutschlands jüngster Philosophieprofessor Markus Gabriel beschäftigt sich intensiv mit dem Medium Film. Er forscht über Skeptizismus und Kino und er analysiert das Begehren Hollywoods. Für den cinephilen Schnelldenker Markus Gabriel ist der Film das ideale Medium, wenn es um Begriffe wie Wahrheit oder Wahrnehmung geht. Denn wer einmal Michelangelo Antonionis Film Blow Up gesehen hat, der ahnt, dass das absolut Wahre nicht möglich ist, weder im Film noch im Leben. Juri Steiner hat Markus Gabriel zum philosophischen Gespräch über die siebte Kunst eingeladen. Herr Gabriel, Sie sind ein junger, aber nicht minder seriöser Philosophieprofessor und beschäftigen sich beruflich mit Filmen wie Matrix. Ist das seriös? Oh, ich glaube schon, denn wir haben dort im Grunde genommen den Ausdruck philosophischer Gedanken in einer massenkulturell wirksamen Weise. Das halte ich für nicht weniger seriös als, sagen wir, ein Philosophiebuch. Darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen, das Buch und die Philosophie. Aber der Zusammenhang zwischen Philosophie und Film, wie kommt das? Ja, da gibt es natürlich eine ganz lange Vorgeschichte. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass wir als Menschen insgesamt alle ein geheimes und manchmal nicht so geheimes Interesse für Philosophie haben. Und deswegen sprechen uns Filme auch über dieses Interesse an. Sie stellen grundlegende Fragen, die wir uns alle auch im Alltag stellen, aber in einer Weise, die dem Medium angemessen ist. Mhm. Und das ist auch ihre Stärke und macht ihr Interesse aus. Das würde heißen, dass Filme einfach philosophische Gedanken illustrieren. Das könnte man auf den ersten Blick meinen und Philosophen hätten das manchmal auch ganz gerne. Aber ich glaube, so leicht ist das nicht. Ich glaube, Filme setzen sich mit Philosophie auf eine Weise auseinander, die es ihnen auch erlaubt zu zeigen, dass Filme manchmal der Philosophie gegenüber sogar überlegen sind. Sie können philosophische Gedankenexperimente durchspielen auf eine Weise, die Philosophen gar nicht mehr verfügbar ist. Also das heißt, Filme sind, wie soll man dem sagen, Theorien produktiv für Sie auch? Ja, ganz entscheidend. Also ich lerne sehr viel für philosophische Theoriebildung daraus, dass ich mir Filme ansehe. Da kommen mir ganz neue Gedanken, die ich vorher niemals geahnt hätte. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel der Gedanke, dass Star Wars, nicht? Man schaut sich das an und man denkt, es geht um den Krieg der Sterne und damit handeln Filme etwa von fiktionalen Welten. Schaut man aber etwas genauer hin, geht es natürlich auch darum, dass Stars erzeugt werden, wie etwa Harrison Ford. Und dann sieht man auf eine sehr interessante Weise, wie Filme nicht bloß fiktionale, eingebildete Welten erzeugen, sondern genau darüber, dass sie das tun, sprechen können. Und diese Selbstbezüglichkeit, die fasziniert mich. Mhm. Aber dass die Kunst über die Kunst sprechen kann und das auch tut, das ist seit Shakespeare und so weiter bekannt. Was hat aber dann der Film, der Literatur, dem Theater, anderen künstlerischen Medien so voraus? Mhm. Der Film ist, wenn man das etwas plakativ formulieren möchte, und ich glaube, das ist eine ganz zutreffende These, im Grunde genommen eine Form von Gesamtkunstwerk. Das, was Richard Wagner von der Oper wollte, das löst, glaube ich, der Film ein. Deswegen ist es auch ein so erfolgreiches Medium. Alles kommt zusammen. Man hat Foto, Musik, ja, man hat das theatralische Element, alles das ist dort. Man kann Literatur zitieren, nach Belieben und mit Farben spielen, man hat eigentlich alles. Außer das Duftkino ist noch nicht erfunden worden. Ja, hoffentlich wird es auch nicht erfunden. Jetzt aber gibt es natürlich Philosophen, die ein bisschen Mühe bekunden, damit sich mit Filmen auseinanderzusetzen. Die sagen, Philosophie ist eine schriftbasierte Disziplin und dass es die Reinheit des philosophischen Denkens gefährden würde, sich ein bisschen zu fest mit Filmen auseinanderzusetzen. Ist es eine Modeerscheinung? Mhm. Es ist sicher teilweise eine Modeerscheinung. Andererseits aber erzeugen Menschen natürlich seit Jahrtausenden immer neue Medien, nicht? Wir sprechen etwa über Schrift und dann könnte man sich das so vorstellen, als seien etwa die Klassiker der Philosophie, nehmen wir Platon, wie heutige Bücher entstanden. Aber so ist das natürlich auch nicht, sondern vermutlich hat irgendein Sklave Texte von Platon gemeißelt in Stein. Das ist ja auch nicht ein Buch, wie wir das heute kennen. Es gab keinen Buchmarkt, bei dem Platons Dialoge dann etwa verkauft wurden. Da haben wir auch ganz andere Medien. Und vielleicht wäre Platon, der auch ein berühmter Schriftkritiker war, kein Freund des Buchdrucks gewesen, an den wir uns jetzt gewöhnt haben, zu Recht. Mhm. Punkto quasi Zeitgeist würde mich interessieren, der Zugang zur Realität, der ja unglaublich komplex ist, eines Ihrer Fachgebiete oder das Fachgebiet, das Sie behandeln. Und der Film als Medium hat von Anfang an eine unglaublich gespaltene Beziehung zur Realität zwischen dem Abbild auf der einen Seite, die Realität, die plötzlich in die Kinostube hereinkommt, und zur anderen Seite das Trugbild, die Täuschung, die all diese Optionen, die aufgehen. Seit den Filmpionieren wird damit gespielt.
Es gibt einen Film aus den 60er Jahren, der das in idealtypischer Art und Weise noch einmal durchspielt. Was ist Realität? Ja. Der mit dem Zeitgeist der 60s umgeht. Und das ist Michelangelo Antonionis Blow Up von 1966. Ja, ein ganz toller Film. Herr Gabriel, was lesen Sie aus dieser Schlussszene von Blow Up? Oh, da ist natürlich ganz viel drin, nicht? Aber schauen wir uns ein paar Elemente einmal an. Was passiert da eigentlich? Also wir haben dieses imaginäre Tennisspiel, das in der Form einer Pantomime vorgetragen wird von geschminkten, aber stummen Gesichtern. Und die ganze Szene wird beobachtet von einem Fotografen, der auch der Protagonist des Filmes ist und seine Kamera in der Hand hält und nicht fotografiert. Das ist sehr interessant, dass er keine Fotos der Szene schießt, sondern zuschaut. Und ich würde sagen, dass das unter anderem, nicht, es gibt ganz viele Ebenen, aber unter anderem eine Auseinandersetzung mit der These ist, dass der Film eigentlich nur so etwas ist wie aneinandergereihte Fotos. Das war so die erste verbreitete Filmtheorie Anfang des letzten Jahrhunderts. Und ich glaube, dass der Film dieser These widersprechen möchte. Denn der Fotograf fotografiert gerade nicht, während er schaut. Sein Zuschauen beim imaginären Abtausch nicht existierender Bälle, ja, in einem theatralischen Setting, das eingerahmt wird von einem Zaun inmitten der Natur, ist gerade kein Fotografieren. Mhm. Also der Film zeigt, dass er mehr ist als eine bloße Serie von Fotografien, glaube ich, an dieser Stelle. Mhm. Wir sind auch ein bisschen in der Zeit der Nouvelle Vague und der Kritik des Filmes grundsätzlich in diesen 60er Jahren. Die Franzosen, die hätten das ein bisschen vielleicht anders gelöst, diese Situation. Aber sagen Sie, das Zweifeln des Fotografen, wie man schaut, soll er mitmachen, nicht mitmachen, sich in dieses Spiel hineinbegeben. Und am Schluss dieser Sequenz hört man dann diesen Tennisball, also man sieht ihn nicht mehr, aber man beginnt ihn zu hören. Wird er dadurch realer, dass man ihn hört? Ja, ich glaube schon, das ist ganz entscheidend. Viele Filmtheoretiker neigen dazu, die Tonspur zu unterschätzen. Nicht? Wir sagen ja auch, dass es sich bei Filmen um ein bewegtes Bild handelt. Nicht? Das ist gerade die englische Tradition, wenn man sagt Cinema. Nicht? Dann hat man die bewegten Bilder vor Augen. Aber der Ton spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, das zeigt Antonioni auch. Fotografien haben eben keinen Ton. Ja, das ist eine ihrer Schwächen. Jetzt, aber ich weiß noch nicht, sind wir jetzt in der Philosophie oder sind wir immer noch beim Kino? Könnten Sie mir ein bisschen erklären, was eigentlich jetzt philosophische Filmtheorie oder so wirklich ist? Ja, ich würde sagen, philosophische Filmtheorie stellt immer noch die große Frage, was ist eigentlich ein Film? Nun lassen sich diese Fragen aber, und das ist interessant zu beobachten in der Entwicklung der modernen Philosophie, nicht außerhalb der Auseinandersetzung mit wirklichen Filmen beantworten. Man kann sich nicht hinsetzen als Philosoph und sagen, was ist ein Film und dann darüber nachdenken und das aus seinem Kopf hervorzaubern, sondern man muss sich die Filme ansehen, weil jeder Film auch eine Beantwortung der Frage ist, was ein Film ist. Aber das heißt, dass Filmtheorie nichts darüber sagt, was die Wirklichkeit im realen Leben ist, sondern was die Wirklichkeit im Film ist.
Ganz genau. Und wie sich diese Wirklichkeit und die Möglichkeit einer solchen Wirklichkeit verhält zu der alltäglichen Wirklichkeit, die wir ja normalerweise nicht für einen Film halten. Gibt es dann quasi auch eine Auseinandersetzung mit der ästhetischen Wirkung von Filmen in der Filmtheorie? Das spielt sicher eine große Rolle. Aber wenn man das aus philosophischer Perspektive macht, dann muss man sich immer gleich fragen, ja, zu welchem Zweck müssen wir jetzt die ästhetische Dimension und wie genau interpretieren? Das ist dann noch einmal der Unterschied zwischen dem Filmphilosophen und dem professionellen Filmtheoretiker oder Filmkritiker. Der muss nicht immer die Frage stellen, und was sagt uns das über, sagen wir, das Wesen des Films oder das Wesen der nicht-filmischen Realität aus? Ja, aber da wären wir natürlich schon auch ein bisschen beim Praxisbezug dessen, was Sie machen. Also man könnte dann platt fragen, wenn jetzt Michelangelo Antonioni Student von Ihnen gewesen wäre, hätte er dann bessere Filme gemacht? Da gibt es ein paar interessante Vorläufer, nicht, die vielleicht sogar dafür sprechen. Also ich glaube nicht, dass Antonioni verbessert hätte werden können, wenn er sich jetzt in meine Vorlesung gesetzt hätte. Aber nehmen wir den Fall Terrence Malick, ein berühmter amerikanischer Gegenwartsregisseur, der bei dem amerikanischen Filmphilosophen Stanley Cavell studiert hat und etwa auch Martin Heidegger ins Amerikanische übersetzt hat. Und er setzt sich immer auf eine sehr interessante und subtile Weise mit der Filmphilosophie auseinander, in seinen Bildern. Also das geht in die Bilder mit ein. Und viele Filme natürlich beziehen sich ausdrücklich auch auf Filmphilosophie, Erkenntnistheorie oder zitieren sogar große Philosophen im Bild. Also das heißt, dass Sie aber als Filmphilosoph den Film brauchen, der Film Sie aber nicht unbedingt braucht, sondern Sie einfach auch nützen kann in dieser Gesamtkunstwerkskonstruktion drin und damit spielt, was Theorie und Praxis im Film ist. Ja, ich glaube, so kann man das durchaus sagen. Der Film hat alles Recht, sich der Philosophie zu bedienen und damit in ein Gespräch zu treten, aber er hat natürlich mehr Mittel. Wir als Philosophen haben nur begriffliche Darstellungsmittel. Die sind wichtig. Aber ein Film kann natürlich mehr leisten, weil er Bilder mit ins Spiel bringt. Deswegen können wir als Philosophen auch darauf setzen, dass aus dem Gespräch von Film und Philosophie etwas hervorgeht, das die Philosophie für eine breite Öffentlichkeit verfügbar macht. Jetzt, wenn man ein bisschen auf Ihre Realität zu sprechen kommt, Sie sind seit 2009 Professor, man hat es gehört, einer der jüngsten deutsche Philosophieprofessor. Ihre Studenten sind vermutlich jetzt in dieser Generation der Digital Natives, nehme ich an. Die sind mit Internet aufgewachsen. Beeinflusst Ihr Alter und das Alter und die Zeitgenossenschaft Ihrer Studenten auch Ihren eigenen philosophischen Zugang und die Ansätze? Also sind Sie in diesem Medium da zu Hause, weil es Ihre Generation ist? Das spielt sicher eine große Rolle, aber jeder Philosoph sollte gleich welchen Alters immer versuchen zu verstehen, was in der Zeit stattfindet. Hegel hat einmal gesagt, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst und wir leben unter anderem in einem digitalen Zeitalter, in einem Zeitalter der Social Media und des Films. Und der Philosoph muss so etwas oder die Philosophin muss so etwas thematisieren. Wenn man den Zug dort verpasst, dann fährt die Zeit an der Philosophie vorbei. Und das kann sich die Philosophie überhaupt nicht leisten. Okay, nun ist aber das Medium einfach das Medium. Aber was sind die Themen hinter dem Medium? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Medien sind zunächst einmal neutral. Sie können alles sein und alles darstellen. Und deswegen ist es auch in gewisser Weise durchaus ethisch und politisch geboten, dass Philosophen versuchen, einen gewissen Einfluss darauf zu nehmen, in welche Richtung Medien etwas darstellen, ja, was vorkommt. Und deswegen ist dieses Gespräch so wichtig. Wenn man das Medium alleine lässt, ist es erst einmal neutral. Da haben Sie natürlich völlig recht. Das Interessante ist aber, dass die moderne Entwicklung des Kinos zeigt, dass das Kino in gewisser Weise immer philosophischer wird. Was beschäftigt denn Ihre Studenten thematisch? Ja, also das kommt natürlich immer drauf an, aber meine Studenten beschäftigen sich vor allem mit Erkenntnistheorie und Metaphysik. Das heißt mit der Frage, was können wir eigentlich erkennen oder in welchem Grad müssen wir annehmen, dass unsere Überzeugungen auf Illusionen basieren? Und andererseits, und das ist dann die Metaphysik, die Frage, ja, aber wie ist dann die Wirklichkeit an sich beschaffen, unabhängig von der Frage, wie wir sie erkennen können oder ob wir sie erkennen können? Da scheint uns ja das Kino oder der Film schon fast ein Großmutterthema zu sein, wenn man sagt, dass wir eben in der Phase der digitalen Medien, der neuen Medien leben. Und wenn man den Fächer ein bisschen auftut, sagt man, müsste man sich da nicht eher mit Fernsehen, aber das ist vermutlich auch schon ein altes Medium, aber wirklich dann mit dem
Internet beschäftigen. Das Interessante ist, dass natürlich das Internet eine immer größere Rolle spielt, aber auch und vor allem für die Verbreitung dessen, was das Fernsehen leisten kann. Also die neueste Mode in den USA, das werden wir sicher bald in Europa auch mitvollziehen, ist eben das nicht nur internetbasierte Fernsehen, das kennen wir alle schon lange, sondern die Plattform Netflix. Netflix produziert jetzt schon innerhalb des Internets eigene Serien für die demokratische Öffentlichkeit. Das ist in gewisser Weise noch demokratischer als das Fernsehen geworden, noch zugänglicher für alle. Demokratie ist eine Geschichte, die andere Geschichte ist die Zeit, diese simultane Epoche, in der wir leben. Man nennt sie auch eine pornografische Epoche, das alles überall zu jeder Zeit. Und in dieser Epoche drin ist die Frage der Geschwindigkeit zentral. Sie haben einmal gesagt, dass wir selbst mit dieser Geschwindigkeit gar nicht umgehen können. Dass es ein großes Problem ist. Die filmische Zeit ist sehr, sehr spannend, wahrzunehmen, wie funktionieren diese Ebenen. Es gibt ein künstlerisches Werk, das Christian Markle, ein Künstler mit schweizerischen Wurzeln, geschaffen hat für die Biennale von Venedig 2011, The Clock. Ja, ein großes Meisterwerk. Ja, denn in diesem Werk geht es genau darum, die filmische Hypergeschwindigkeit zu bremsen. 24 Stunden lang wird eine Collage von Filmausschnitten gezeigt, die genau auf die Sequenzen abgestimmt ist, in der berühmte Filmszenen oder auch manchmal weniger berühmte Filmszenen eine Rolle spielen, in der eine Uhr gesehen werden kann oder ausdrücklich ein Zeitpunkt genannt wird. Schauen wir mal rein. Es ist knapp vor Mitternacht. Der Höhepunkt naht. Nur, dieser Film hat eigentlich keinen Höhepunkt. Er erzählt einfach nur, wie die Zeit vergeht. Der Filmemacher Christian Markle. Er hat für jede Minute eines Tages einen Filmausschnitt in der Geschichte des Kinos gefunden. Der Film The Clock misst die Zeit in Bildern und bietet für jede Uhrzeit eine passende Szene. Das Spannende daran, also eines der vielen spannenden Dinge an dieser Videoinstallation ist, dass sie parallel geschaltet ist, Sie haben das gesagt, zur realen Zeit. Bedeutet dann jetzt in dieser Überschneidung drin, dass Real Time auch Real World bedeutet, also dass wir anstatt auf die Uhr zu schauen, Markle anschauen und in dieser realen Zeit der Fiktionalität zu entstecken. Ja, ja, ganz genau. Wir haben eine interessante Parallele, die damit erzeugt wird zwischen der filmischen Zeit und der realen Zeit. Das kann man auf viele Weisen deuten. Aber eine Möglichkeit, die Grundidee dieses Werkes philosophisch zu interpretieren, wäre zu sagen, aha, was passiert jetzt eigentlich? Ist denn wirklich die Zeit, die dargestellt wird im Kunstwerk, die Zeit, die wir auf unserer Uhr lesen? Natürlich koinzidieren die, ich schaue auf meine Uhr, es ist 12 Uhr und dann sehe ich High Noon, ja, etwa bei Markle. Und wie hängt das zusammen? Ist das dieselbe Zeit? Und ich glaube, diese Frage wirft das Werk auf. Obwohl es natürlich ganz genau 24 Stunden lang ist und entsprechend getaktet ist, müssen wir uns die Frage stellen, ist denn die dargestellte Zeit die wirkliche Zeit oder nicht? Ich glaube, das ist die Frage, die er aufwirft. Einerseits entschleunigt dieses Werk und ist damit auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Hochgeschwindigkeitsleistung moderner Fernsehserien, des modernen Kinos und der These, dass das Kino die bildende Kunst überholt. Ja, das ist in gewisser Weise, wird das von Markle geschickt bestritten. Und andererseits ist es aber auch wirklich darin ein ganz großes Kunstwerk, dass es die Frage aufwirft, ja, aber was, wenn Realität und Kunst sich komplett decken, wie in diesem Fall? Sind sie dann dasselbe oder nicht? Können Sie mir helfen als Philosoph? Ich kann mir nicht erklären, das, was Sie erzählt haben, da folge ich Ihnen noch. Aber ich weiß nicht, warum das Werk so hypnotisch wirkt. Ja, das ist weil ich glaube, es zeigt Höhepunkte aus Filmszenen, die genau diese hypnotische Funktion haben. Entscheidende Sequenzen in Filmen sind oft genau so geschnitten,
dass man plötzlich eine Uhr sieht. Nicht? Es wird kurz angehalten und die Frage gestellt, wo stehen wir eigentlich in der Zeit? Wir werden für einen Moment aus dem Zeitfluss genau dadurch herausgenommen, aus dem Handlungsfluss, dass jemand einen Blick auf eine Uhr wirft. Und wenn man jetzt diese Blicke aneinandergereiht sieht, ist man im Grunde genommen 24 Stunden lang gleichsam aus der Zeit herausgenommen. Das Werk ist in gewisser Weise auch eine Darstellung der Ewigkeit. Aber das ist natürlich vermutlich sogar sehr grauenhaft, weil wir in diesem Suspense sind, der nie erlöst wird. Und dann in der Uhrenbewegung einfach permanent bis in alle Ewigkeit hinein sich perpetuiert. Ja, und das Interessante ist, dass wir gerade davon fasziniert sind. Nicht? Dass der Blick, ich habe das Werk gerade gesehen in San Francisco, wo es gezeigt wurde, und man musste dort bis zu 3 Stunden Schlange stehen, weil niemand mehr weichen wollte aus dem Zuschauerraum. Also es fesselt wirklich. Wenn wir kurz weg nochmals gehen vom Film und in ihr Kerngebiet, die Erkenntnistheorie, der Skeptizismus. Was ist genau Skeptizismus? Skeptizismus heißt wörtlich übersetzt erstmal das genaue Hinsehen. Das kommt aus dem Griechischen. Die Skepsis heißt eigentlich nur genaues Hinsehen. Und in der modernen Philosophie ist der Skeptizismus die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten. Nicht? Unsere Wirklichkeit, in der wir zu leben glauben, ist ja eigentlich nur eine von sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Woher weiß ich zum Beispiel, dass ich gerade überhaupt wirklich in der Weise existiere, in der ich glaube zu existieren, etwa als raumzeitliche Person mit einer Vorgeschichte? Woher weiß ich denn, dass ich nicht in der Matrix lebe oder in einem beliebigen anderen, wie man das nennt, skeptischen Szenario? Und als Philosoph kultiviert man damit das, was der Schriftsteller Robert Musil genannt hat, den Möglichkeitssinn. Wir spielen Möglichkeiten durch. Und dann erscheint plötzlich die Wirklichkeit oder das, was wir für die Wirklichkeit halten, als eine unter vielen Möglichkeiten. Und der Skeptizismus behauptet, dass die Wirklichkeit auch nichts anderes ist als eine unter vielen wirklich Möglichkeiten, dass sie überhaupt nicht mehr ausgezeichnet ist. Das ist, was der Skeptizismus eigentlich behauptet. Sie haben das Stichwort Matrix genannt. Ja. Ich glaube, das ist der Film, anhand dessen man das wirklich wunderbar illustrieren kann. Und auch hier haben wir einen kleinen Einspieler. Wer ist da? Ich bin's. Schau. Ja, ja. Ich warte seit 2 Stunden. Ich weiß. Kannst dich bei ihr bedanken. Hast du das Geld dabei? 2 Riesen. Moment. Halleluja. Hast mich gerettet, Mann. Du bist mein Erlöser. Wenn sie dich dabei erwischen, dann... Ja, schon klar, ich kenne dich nicht. Du existierst gar nicht. Genau. Stimmt was nicht? Siehst irgendwie blasser aus als sonst. Mein Computer hat... Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, ob du wach bist oder noch träumst? Da kommt's doch. Du existierst gar nicht. Das ist eine interessante Aussage, nicht? Wenn man sich das anschaut, ist die Aussage ja wahr. Denn im Film geht es gerade darum, dass alle die Personen, in Anführungszeichen, die wir in Teil 1 gezeigt bekommen, nur Illusionen sind. Das heißt, computergenerierte Charaktere. Nichts anderes als das. Die sind rein virtuell. Und nun sagt eine solche computergenerierte Persönlichkeit zu einer anderen, dass sie nicht existiert. Das Interessante ist aber, kann jemand, der nicht existiert, von jemand anderem, der nicht existiert, eigentlich behaupten, dass er nicht existiert? Das ist ja keine wirkliche Behauptung. Wenn ich nicht existiere, kann ich auch nichts behaupten. Und genau damit wird gespielt in dieser Szene. Deswegen ist diese Szene so sehr interessant, weil sie einerseits über den Film selbst spricht, dann innerhalb der Filmwelt über den Film. Das sind ganz viele Ebenen, die dort ineinander gemischt werden und philosophische Komplikationen auslösen. Und wenn Sie uns diese einminütige Sequenz ein bisschen dekodieren würden. Ja. Da beginnen wir zunächst einmal damit, dass Neo, das ist der Charakter, die Figur, die wir kennenlernen, in einem Zimmer wohnt, das die Nummer hat 101. 101 ist natürlich der binäre Code des Computers. Damit wird schon dem Zuschauer, der an dieser Stelle eigentlich auch noch nicht weiß, worum es geht, nahegelegt, dass er eine Computersimulation sieht, 101. Und Neo sitzt gleichzeitig vor seinem Computer.
Er ist in diesem Nebenleben, das er führt, neben seinem alltäglichen, eine Art Hacker. Dann zückt er ein Buch in dem Austausch mit diesen merkwürdigen Informationsjunkies, die an seiner Tür klopfen, das ein philosophisches ist. Auf dem Buchtitel steht Simulacra and Buch, verbirgt er seine Hacker-Informationen. Mhm. Wir haben also innerhalb des Filmes ein gefilmtes Buch, das überhaupt kein Buch ist, innerhalb dessen wir diese Computerinformationen haben. Das heißt, diese Szene zeigt uns schon in allen ihren Details, was später erst eigentlich offenbart wird, dass wir es nämlich mit einer Computersimulation haben. Die Frage ist dann nur, und das ist eine ganz schwierige philosophische Frage, können wir eigentlich aus der Beobachtung einer Computersimulation etwas darüber erfahren, dass es eine Computersimulation ist? So wie wenn ich Ihnen, das hat der surrealistische Maler Magritte gemacht, ein Gemälde zeige, wo eine Pfeife ist und darunter steht, dies ist keine Pfeife. Ist der geschriebene Satz dort, der gemalte Satz, nun ein Satz oder nicht? Das ist genau die Frage, die hier auch aufgeworfen wird. Nun geht es beim Matrix ja um diese zwei Welten. Die Traumwelt einerseits, die Matrix, die reale Welt, die eine Wüste, eine leere Wüste ist. Die fiktive Welt, da sind die Menschen Sklaven einer großen Macht. Aber sie haben Steaks und Rotwein, wie ich auch mal gelesen habe. In der realen Welt ist es grauenhaft und die totale Misere. Neo muss sich entscheiden auch zwischen diesen beiden Welten. Jetzt Sie als Skeptiker, wie würden Sie sich entscheiden? Würden Sie in dieser fiktiven Welt lieber bleiben, weil es die reale Welt sowieso nicht gibt? Oder würden Sie sagen, ich würde gern pendeln? Mhm. Ja, ich bin sicher einer der Pendler, weil der Skeptiker, oder man wird eigentlich eher Skeptiker, wenn man wirklich an die Wahrheit glaubt. Ja, man könnte, oder wenn man versucht, an die Wahrheit zu glauben. Sonst wären Sie ein Nihilist. Sonst wird man ein Nihilist, ganz genau. Ja. Der Skeptiker ist überhaupt kein Nihilist. Der Skeptiker, der will die Wahrheit erkennen. Und sei es die Wahrheit, dass es keine absolute oder einfache Wahrheit gibt, auch das möchte man dann wissen. Das wäre ja eine der vielen Möglichkeiten. Mhm. Der Skeptiker will wissen um Gedeih und Verderb. Mhm. Und wenn die Seele drauf geht, man will es wissen. Das ist der große Wahrheitssucher. Insofern ist Pendeln angesagt, wie Sie das so schön genannt haben. Und etwas, was bei Matrix auch immer wieder kommt, ist natürlich die Idee, dass der Mensch selbst zum Medium wird. Ja. Also es ist nicht mehr Film oder elektrische Apparaturen, sondern man kriegt einen Stecker hinein und ist selbst ein Medium. Ja, ganz genau. Das ist, denn der Mensch, und das liegt ja auch nahe, ist ja schon als Zuschauer dieses Films eingespannt in das Medium. Wenn wir im Kinosaal sitzen und schauen den Film, dann bestrahlt uns der Film und nimmt uns in Anspruch. Denn ohne unsere Deutung dieses flimmernden Geschehens wäre es gar kein Film. Ein Film ist immer interaktiv. Mhm. Ja, ein Film muss mit unseren Körpern, mit unserem Geist so interagieren, dass daraus überhaupt ein Film wird. An sich ist er elektrische Schatten, was interessanterweise das chinesische Wort für Film ist. Mhm. Bei Film handelt es sich, so sagt man, Dianying, um elektrische Schatten. Das heißt also, wir sind als Betrachter Komplizen dessen, was passiert. Ja, ganz entscheidend. Mhm. Das, was passiert, kann nur deswegen passieren, weil wir zuschauen. Sonst fände dort nichts statt. Mhm. Wenn ich einen Hasen vor die Kinoleinwand sitze, dann sieht er keinen Film. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was der Traumfabrik Hollywood in die Hände spielt, weil sie nichts anderes produziert als das, was die Matrix perfektioniert und vielleicht eben Science-Fiction-mäßig überhöht und total darstellt, nicht real, vielleicht jemals so technisch machbar ist. Aber das heißt, Hollywood ist nahe an dieser Traumwelt dran, produziert sie. Sie selbst kommen zurück, jetzt eben aus 6 Monaten Kalifornien und haben die reale Traumwelt erlebt. Mit was für Eindrücken kommen Sie nach Hause? Ja, genau mit diesem Eindruck. Sie haben das sehr schön geschildert. Kalifornien wirkt jedenfalls auf Europäer, das mag ein verzerrender Eindruck sein, aber es wirkt tatsächlich wie eine reale Traumwelt. Der Film spielt eine ganz große Rolle im Alltagsleben. Man trifft sehr viele Leute in Los Angeles ohnehin, aber auch in San Francisco, wo ich mich aufgehalten habe, die mit der Filmwelt direkt in Berührung stehen. Mhm. Überhaupt ist es auch sehr viel üblicher, in Philosophieseminaren auf Filme oder TV-Serien Bezug zu nehmen, weil nur auf diese Weise sichergestellt ist, dass die Studenten wirklich folgen können. Damit haben Sie auch erklärt, weswegen Ihre Bücher so Absatz finden, obwohl Sie keine Filme machen. Sie machen Hörbücher aber. Ja, ich mache Hörbücher. Mhm. Ja, mein neues Buch kommt auch als Hörbuch. Mhm. Also das heißt quasi, also Amerika hat diesen Switch schon gemacht und diesen Turn vom Kino weg. Man geht nicht mehr ins Kino oder das ist etwas, das verzweifelt mit 3D-Produktionen versucht, sich
noch in die Gegenwart hineinzuspielen. Es ist der TV, es sind die Computerschirme, es sind die Videogames, also die Virtual Reality, die virtuelle Realität, die übernimmt. Und das heißt, dass also die Menschen schon auch in dieser Matrix-Existenz wirklich effektiv drin leben, zwischen der virtuellen Realität, der Videogames, der Ballergames und der realen Schulhofsituation, wo die sich die Massaker und die Dramen abspielen, dann in echt. Und dazwischen gibt es dann die Frage nach der Moral und der Ethik, die auftaucht, oder die auch so alt ist wie das Medium selbst. Natürlich, ja. Es gibt eine interessante europäische Fernsehserie, die im Herbst auch im Schweizer Fernsehen gezeigt wird, die das Spiel zwischen echt und falsch nochmals zurückholt zum Menschen, also der Mensch und die Maschine. Ja. Wo sind die Grenzen? Real Humans. Hier gibt es sogenannte Hubots, die den Menschen zu allerlei Dingen zu Dienste stehen. Hier sehen wir echte und falsche Menschen. Wir sehen in diesem Ausschnitt hier drin nicht, wer ist. Aber das Prinzip ist ein altes, ein mythologisches, eines, das man auf das Golem-Prinzip beziehen kann. Also der Mensch schafft sich einen künstlichen Gefährten und verliert die Herrschaft über ihn. Auch Frankenstein kann man in diese Kategorie einsetzen. Und hier ist aber das Neue, sagt man, dass das Problem nicht ist, dass die Maschine aus dem Ruder läuft, sondern dass der Mensch das Problem ist. Er ist nicht fit genug für diese neue Erfindung. Und das heißt, dass plötzlich in dieser Serie die Verschiebung kommt, dass das Unechte das neue Echte wird. Ja. Ja, in der Tat. Und die Serie spielt an jeder einzelnen Stelle im Grunde genommen genau mit diesem Problem. Ja, also die Menschen versuchen die ganze Zeit, die Hubots, also einige, es gibt im Grunde genommen innerhalb der Serie auch einen Krieg zwischen den Verfechtern der Hubot-Realität und diese Verfechter möchten den Hubots Menschenrechte, ist etwas paradox, sich so auszudrücken, aber im Grunde genommen Menschenrechte zusprechen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Bewegung, daher auch der Titel der Serie, die Bewegung innerhalb der Serie, die sich nennt Echte Menschen. Und die Bewegung der echten Menschen hat auch eine terroristische Unterorganisation unter der Leitung eines ehemaligen Briefträgers und eines bald arbeitslosen Fabrikarbeiters. Und sie versuchen, das zu bekämpfen. Also es gibt das komplexe Spiel. Andererseits versuchen aber auch die Maschinen in der Serie Menschen zu werden. Mhm. Also es gibt eine reale Interaktion zwischen den Maschinen und den Menschen, der Versuch einer Kommunikation. Es ist nicht die Hollywood-übliche Domination der Maschinen, die die Menschen dann vernichten möchten, sondern einige Maschinen wollen Mensch werden. Das ist sehr interessant. Und dieses Medium, das auch so nah ist, also die TV-Sucht haben Sie angesprochen und in Ihrem neuesten Buch ist das Schlusskapitel dem Fernsehen gewidmet. Welche Bedeutung hat hier nun diese Geschichte, diese Dramaturgie, auch die, wie soll ich sagen, die ethischen Dimensionen einer solchen Thematik, dass es nicht im Kino in zwei Stunden abgehandelt wird, sondern in Folgen, in Stund-um-Stund-um-Stund-Entwicklung am Fernsehen? Ja, das große Problem, das daraus entsteht, ist tatsächlich erstmal ein ganz soziales, nicht? Also wenn die Ritualität des Kinobesuches plötzlich wegfällt und man kann 20 Stunden am Stück Hochleistungskino in Serienformat zu Hause am Bildschirm oder im Wohnzimmer sehen, dann hat das natürlich zur Folge, dass der Zuschauer auch zu Hause bleibt. Es ist jetzt inzwischen sehr üblich in den USA, dass man sein Wochenende damit verbringt, eine ganze Staffel zu sehen. Und neuerdings werden auch ganze Staffeln am Stück freigegeben, sodass man wirklich das Wochenende mit diesen Serien verbringen kann. Mhm. Das führt eben dazu, dass die Fernsehsubjekte an ihr eigenes Heim gebunden werden. Mhm. Es ist eine noch größere Individualisierung damit angesprochen. Also das heißt, sie ziehen sich zurück, Cocooning total, bekommen aber gleichzeitig eine Zeitgeistdiagnose geliefert von dem, was wirklich jetzt diese Realität ist. Es wird in die Zukunft projiziert, in eine fiktive, aber wo man sagt, vielleicht werden hier sogar moralische, ethische Dimensionen aufgetan von gesellschaftspolitischen Fragen, die anstehen. Ja. Glauben Sie aber an die Fiktionalität dieser Hubots? Also kommen jetzt Hubots auf uns zu aus dem Silicon Valley? Ich halte das für technologisch völlig unmachbar. Also mit den Neurowissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, jüngst in Berkeley, aus diesen Gesprächen konnte ich nur ablesen, dass so etwas technologisch vermutlich niemals machbar ist. Die Komplexität alleine unseres Nervensystems ist viel zu hoch, um so etwas auf dem Niveau abzubilden, das in Anspruch genommen wird von der Serie. Mhm.
Man muss die Serie aber eben auch nicht deuten als, sagen wir mal, ein Experiment mit der nun bald anstehenden Zukunft, sondern ich glaube, dass die Hubots genuin menschliche Möglichkeiten sind. Es gibt eine sehr schöne Szene in der ersten Staffel, wo ein Hubot sagt, naja, wo kommen wir eigentlich her? Und die Menschen sagen, naja, wir haben euch irgendwie gemacht. Und der Hubot sagt, nein, nein, wir stammen aus eurer Einbildungskraft. Da kommen wir her. Das ist der Mutterleib, aus dem wir stammen, eure Einbildungskraft. Und das stimmt natürlich, denn wir bilden uns die Hubots in dieser Serie ja ein. So etwas gibt es ja nicht. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen ein Experiment des Menschen mit einer sehr menschlichen Möglichkeit. Der Möglichkeit, die der schon erwähnte amerikanische Philosoph Stanley Cavell genannt hat, ja, der Wunsch, sein eigenes Menschsein zu verleugnen. Er sagt, das sei zutiefst human, genau das zu wollen. Also das heißt, über sich hinaus zu denken. Und das ist wiederum eine Rückbindung an die moralischen Kategorisierungen, die man vornimmt, wenn man Filme betrachtet, dass man spürt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, ist jetzt ein Kriegsfilm ein Antikriegsfilm oder ist ein Kriegshetzerfilm? Ist er verwerflich oder ist er moralisch bildend? Und dass es so etwas gibt wie eine moralische Lust des Zuschauers, nämlich einerseits Bestätigung zu finden seiner Weltvorstellung und andererseits diese Weltvorstellung ad absurdum geführt zu bekommen, Über einen Film. Ja. Jeder Film ist im Grunde genommen, und deswegen ist Film auch Kunst, mindestens ambivalent. Ja? Also es gibt mindestens ein ganzes Spektrum von Deutungen. So wie das Medium im Grunde genommen neutral ist, in die andere oder in die eine oder andere Richtung kippen kann und verwendet werden kann, so ist das auch mit den Deutungen eines Films. Genauso wie Sie gesagt haben. Jeder Kriegsfilm ist einerseits auch ein Antikriegsfilm, denn wenn man das sieht, muss man sagen, ja, so etwas können wir nicht wollen. Andererseits aber auch eine Bestätigung des Krieges, in dem natürlich unsere Schaulust angesprochen wird. Ja, im Grunde genommen sitzen wir dort und sind wie Sadisten, die sich gerne ansehen, wie Menschen gequält werden und sterben. Ja, und die Frage ist natürlich, bis zu welchem Grad ist das dann noch eine Kritik oder nichts anderes als eine Bestätigung dessen, was wir ohnehin tun. Auf die Sadisten möchte ich dann noch einmal zurückkommen, aber wenn wir vielleicht noch mal eine Beratung geben für Zensurbehörden oder Institutionen, die Altersgrenzen festlegen müssen für Kinofilme. Können Sie die beraten oder sind Sie in solchen Kommissionen selbst drin? Also ich wäre gerne da drin. Es ist wichtig, dass Philosophen bei so etwas auch mitmachen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen wir mit Filmen oder TV-Serien Menschen manipulieren, aber auch Menschen bilden können. Wir können diese Serien zum Guten wie zum Schlechten verwenden. Und deswegen müssen wir genau darüber nachdenken. Altersbeschränkung ist ein ganz wichtiges Wort. Und da müssen Philosophen natürlich mitreden. Nicht? Also was, nicht nur alleine, aber sie müssen mitreden. Was können wir uns eigentlich zumuten an Bildern, an Gewalt und so weiter? Und wie ist ein vernünftiger Umgang mit solchen Bildern möglich? Weil Film immer von Kick zum nächsten Kick geht. Also die Medien-Junkies aus Matrix, wenn wir alle diese Medien-Junkies sind. Das heißt, wir müssen immer mehr gereizt werden. Und hier spielt sicher auch der Humor eine Rolle oder der Sarkasmus, der Zynismus, die schwarze Seite der Macht, der Existenz. Welche Rolle spielt der Humor? Ja, den halte ich für ganz wichtig. Also Hegel, von dem ich ja schon einmal kurz gesprochen habe, hat einmal sehr schön gesagt, dass die Moderne das Zeitalter der Komödie sei. Moderne Subjekte sind eher für Komödien offen als für richtige Tragödien. Wir schätzen die Tragödie nicht. Warum eigentlich? Weil der Humor eine gewisse Abstandsmaschine ist. Der Humor führt uns die Dinge vor, wie sie sind, und erlaubt uns, über sie zu lachen. Und in diesem Abstand können wir überlegen, ob wir sie besser machen wollen. Die Moderne ist ja eigentlich der Versuch, alles besser zu machen, als es vorher war. Deswegen schauen wir etwas verächtlich zurück auf das Mittelalter und die Antike und sagen, dies konnten sie nicht und jenes. Und wir wollen eben immer alles besser machen. Wir sind in einem Fortschrittsprozess. Und um die Dinge besser zu machen, müssen wir sie auch betrachten. Und ich glaube, das kann der Humor sehr gut. In der Tragödie verliert man sich ja, etwa in seiner Trauer. Man leidet mit, wie Aristoteles schon geschrieben hat. Im Humor hat man einen gewissen Abstand. Selbst wenn man in Lachen ausbricht, schaut man immer noch zu. Es bedroht nicht, das Komische. Aber sie outen sich natürlich gewissermaßen physisch, indem sie mitgehen und wirklich, wirklich lachen. Aber das, wenn man sagen würde, ein bisschen rekapitulierend, dass der Idealfall eines Filmes ist, dass die eigenen Wertvorstellungen bestehenden
Wertvorstellung, der Werthorizont, den man hat, in Frage gestellt wird. Und dass man hier herausgefordert ist. Ja. Dass man das ein bisschen, wie soll ich, verpackt oder wirklich schön eingießt in Unterhaltungsform, damit es nicht zu trocken ist. Dass dann die moralische Lust, die man sowieso mitbringt, das eigene zutut, dass man dranbleibt und dass diese Lust gesteigert wird über den Film. Dass man voyeuristisch Distanz haben kann im schwarzen Kinoraum, in diesem anonymen Raum drin sitzt oder als Couch-Potato ungesehen von der Welt in die Welt hineinglotzt. Ja. Und die Traumfabrik Hollywood ein in diesen großen, permanenten Schlaf einlullt. Und jetzt komme ich zur Frage. Das heißt, Hollywood ist bigger than life. Und wir sind alle schon drin. Ja, das würde ich schon sagen, dass Hollywood wirklich sehr, sehr mächtig ist, genau aus diesen Gründen, weil wir in gewisser Weise derzeit ein, so könnte man geradezu sagen, cinematisches Leben führen. Nicht? Also nur ein ganz alltägliches Beispiel. Man sieht sehr viele Menschen mit Kopfhörern, Stöpseln in den Ohren. Und das ist ja dann wie in einem Film zu leben mit der Tonspur. Man gibt die Tonspur des eigenen Lebens, wählt die Musik aus, je nach Situation, in die man gleich gehen möchte und wird zum Schauspieler in einem natürlich in diesem Fall wirklich vierdimensionalen, raumzeitlichen Film, an dem man als Körper teilnimmt. Und in diesem Sinne haben wir natürlich eine sehr cinematische Einstellung ohnehin. Ja, viele Szenen, die wir aus Filmen kennen, bestimmen unsere Entscheidungen oder unsere Selbstdarstellungen. Man möchte sein wie Harrison Ford oder und so weiter. Nicht? Das ist genau der Star-Charakter, an dem man sich dann orientiert. Das ist die Macht. In dem Sinne ist Hollywood bigger than life, wie ein schöner Film von Nicholas Ray lautet. Es gibt dann aber so Neo-Helden, wie aus Matrix, die versuchen, und das schon wirklich seit längerer Zeit, die Menschen aus dieser Matrix herauszureißen und sie aufzuwecken, das Kino damit, also als erster Akt einmal zu zerstören, auf den Nullpunkt des Kinos zurückzuführen. Und einer der ersten, der das am radikalsten gemacht hat, ist der französische Philosoph Guy Debord, der 1952 wirklich den Film kaputt gemacht hat. Man kann es nicht anders sagen. Der Film heißt Hurlement en faveur de Sade, also Geheul für Sade, den Marquis de Sade. Was es damit auf sich hat, werden wir sehen, wenn wir diesen Beispiel-Einspieler haben. Le film de Guy Ernest Debord, Hurlement en faveur de Sade. Hurlement en faveur de Sade est dédié à Gilles J. Vollmann. Article 115. Also, es war jetzt keine technische Panne, sondern der Film besteht in seiner ganzen Länge daraus, eine weiße Leinwand abwechselnd mit einer schwarzen Leinwand zu haben. Geräusche, Stimme, Zitate, sehr monoton gesprochen. Sie können sich 1952 vorstellen, was für ein Tumult das ausgelöst hat. Es war zwar in einem intellektuellen Cineclub in Saint-Germain-des-Prés, also ein vorbereitetes Publikum, aber da ging die Post ab. Also das Publikum hat das nicht gutiert, der Film konnte nicht uraufgeführt werden. Ist das jetzt Anti-Hollywood per se? In gewisser Weise schon, aber ich glaube, Debord hat etwas unterschätzt, was dann in den weiteren 40 Jahren Diskussionen, insbesondere in der französischen Philosophie, immer deutlicher wurde. Ich glaube, er hat unterschätzt, dass er als Kritiker dessen, was er die Gesellschaft des Spektakels nennt, immer Teil dieses Spektakels ist. Man steht nicht außen. Und das hat er teilweise unterschätzt. Zwar einerseits ahnt er das, auch in seinen Schriften sieht man, dass er dafür ein Bewusstsein erlangen möchte, aber ich glaube, Debord ist in gewisser Weise auch zum Spektakel geworden. Er spielt ja eine ganz große Rolle dann für die Auslösung des Mai 68 später mit seinen Schriften und für gewisse intellektuelle Aufstände gegen das Medienunwesen. Was er aber unterschätzt hat, ist eben die Neutralität des Mediums. Das Spektakel ist nicht per se schlecht, sondern man muss sehen, dass man sich zum Spektakel in einer Weise verhält, die es in einen verantwortlichen Umgang in die Menschenwelt integriert.
Und das wollte er teilweise auch schaffen, natürlich mit seinem Werk. Er wollte Werk. Sie wecken. Er wollte dass das Kino vor der Leinwand stattfindet und nicht hinter. Also der Tumult im Kino war der Erweckungsprozess, der Emanzipationsprozess des Publikums aus dem großen Schlaf heraus, sich selber herauszureißen. Also wirklich Matrix-Szenario eigentlich. Ja. In einer Realität drin. Die Schauspieler werden entlarvt als Agenten des Spektakels. Also Sie haben das gesagt, das Startum. Ja. Und Sie haben über Startum auch im Zusammenhang mit Star Wars eben gesprochen. Also das heißt, dass das Kino sich selber reflektiert innerhalb des Kinos. Und Sie haben eine eigene Theorie, wieso Star Wars heißt. Ja, wenn man sich den Titel einmal ansieht, das wird ja ins Deutsche oft übersetzt mit Krieg der Sterne. Nicht? Das heißt es ja auch in gewisser Weise wörtlich. Aber ich würde den Film deuten als einen Film über das Startum. Star Wars ist eben der Krieg zwischen den Stars, der in diesem Fall deutlich gewonnen wurde von Harrison Ford. Nicht? Wenn man den Jedi-Ritter Luke Skywalker nimmt, gespielt von Mark Hamill, dann war das leider kein sehr erfolgreicher Schauspieler nach Star Wars, während Harrison Ford natürlich ganz groß herauskommt. Und Star Wars war, glaube ich, primär erst einmal eine Star-Maschine. Es wurden verschiedene Möglichkeiten des Schauspielens erkundet. Deswegen ist die klassische Trilogie auch so gut, nicht? Weil dort extrem auf ganz hohem Niveau gespielt wird mit der Schauspielkunst selbst. Wie der Titel, glaube ich, schon anzeigt. Mhm. Und trotzdem geht es auch hier wiederum, ich vermute es zumindest, um ganz philosophische Themen, nämlich quasi um den permanenten Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Die Frage, wie soll ich leben? Also Luke, das begleitet ihn von A bis Z. Das hat stoische Elemente drin, seine Ausbildung, also nicht zu früh in den Kampf zu ziehen, sondern die Entwicklung durchzuziehen. Es geht um die Energie, die alles zusammenhält, die Welt zusammenhält. Und Ihr Buch heißt, warum es die Welt nicht gibt. Also wo stecken wir jetzt eigentlich genau? Gibt es diese Energie? Gibt es die Welt? Oder ist diese Suche von Luke etwas völlig Illusorisches per se? Ja, es gibt eine ganz tolle Szene im ersten Teil, dem klassischen A New Hope, eine neue Hoffnung, nicht? Das ist, in der Luke Skywalker dann aufgebaut wird. In dieser Szene begegnen sich Luke Skywalker und Han Solo. Und Luke versucht, die Kunst des Kämpfens mit dem Lichtschwert zu erlernen. Und Han Solo sagt, das ist doch alles Humbug. Es gibt keine Kraft, die alles zusammenhält. Ja, gespielt von Harrison Ford. Und Luke verteidigt, dass es eine solche Kraft gibt. Ich würde sagen, Luke hat recht über den Film. Natürlich gibt es eine Kraft, die den Film zusammenhält. Der Wille des Regisseurs, der Schnitt, die Schauspielerkunst. Das ist die Kraft, die alles im Film zusammenhält. Han Solo hingegen hat recht über die Welt, in Anführungszeichen, in der wir leben. In der gibt es nämlich keine solche Kraft, die alles zusammenhält, keinen Regisseur und keine buchstäblichen Schauspieler, sondern immer nur die sehr komplex miteinander interagierenden Sphären oder Fragmente, die nicht insgesamt zusammenhängen. Und ich glaube, damit spielt Star Wars auch, nicht? Also wenn Luke sagt, es gibt eine Kraft, die alles zusammenhält, dann trifft er eine wahre Aussage im Film über den Film. Wenn Han Solo sagt, es gibt eine solche Kraft nicht, trifft er eine wahre Aussage für die Welt außerhalb des Films. Der Film selber schreibt sich damit in unsere Realität ein und interagiert mit ihr. Also noch einmal für mich. Wir können es anders machen. Also sagen wir, in Star Wars gibt es ja auch diesen Jedi-Rat, der Philosophen. Also richtig. Nehmen wir an, Sie wären in diesem Jedi-Rat, also auf der guten Seite der Macht, und Sie hätten Luke, der einen guten Rat von Ihnen möchte, und Sie sagen, Luke, tut mir leid, es gibt sie nicht, die Energie, die alles zusammenhält. Es gibt auch nicht die Bezüge zwischen den einzelnen Sphären. Was meinen Sie, wie hätte diese Star Wars-Saga sich entwickelt mit Ihrer neuen Philosophie? Ja, ich glaube, Luke hätte eigentlich sagen müssen, stimmt, ich bin zu extrem. Denn Lukes Gegenseite ist da Darth Vader, der dunkle Lord. Und ich glaube, beide sind Möglichkeiten dieser Macht. Wir sollten die Annahme aufgeben, dass alles zusammenhängt und uns stattdessen einmal ansehen, wie denn konkret die Dinge zusammenhängen. Also nicht glauben wie Luke, er kann ein Allwissen erlangen in einer einzigen Geste, die dann alles umfasst, sondern sie hätten im Grunde genommen, glaube ich, diplomatischen Kontakt aufnehmen müssen mit dem Imperium. Also niemand versucht, mit dem Imperium zu sprechen, sondern es ist schon entschieden, das sind die Bösen, wir müssen sie vernichten. Mhm. Und die Bösen machen genau das mit den Guten. Mhm. Und damit sind sie moralisch in gewisser Weise auf derselben Ebene in diesem Krieg. Mhm. Es werden gar keine genuinen diplomatischen Beziehungen aufgenommen, die werden schon vor Start der Serie abgebrochen, was man in der zweiten Trilogie dann sieht. Wenn man das jetzt zum Schluss
versucht, unser Gespräch ein bisschen zusammenzufassen. Und Sie korrigieren mich sofort, wenn man sagen kann, es gibt die Philosophie auf der einen Seite, es gibt den Film auf der anderen Seite. Die haben miteinander zu tun. Mhm. Die Philosophie braucht den Film mehr als der Film die Philosophie, weil er, wie soll ich sagen, gesamtkunstwerkerischer, überzeugender wirkt als die Philosophie. Die Philosophie hat vielleicht bei uns im deutschsprachigen Sprachraum ein Defizit an Sexiness, man kann es vielleicht so sagen, ein bisschen salopp, also dass sie zu wenig eingreifen kann in das, was uns beschäftigt und sucht über den Film diesen Kontakt zum Zeitgeist, zu den Zeitthemen auch und kann damit ein bisschen attraktiver werden. Mhm. Also das wäre so eine Zusammenfassung, weil Sie nicken noch. Ja, bis zu einem gewissen Grade würde ich dem sofort zustimmen, aber man muss natürlich auch sehen, dass der Film in dem Sinne die Philosophie braucht, dass er sie immer schon filmisch in Anspruch nimmt. Der Film setzt sich mit der Philosophie auseinander, wie in The Matrix, wo dann ausdrücklich Philosophie zitiert wird. Mhm. Also das heißt, wesentliche Impulse im Film kommen auch durch die Philosophie. Mhm. Gut, dann haben Sie das haben wir ein bisschen geklärt. Dann heißt es, der Zugang zur Welt, den wir haben, da können wir lernen vom kinematischen Zugang zur Welt, dass wir quasi mit dem fiktiven Potenzial der Welt auch kreativer umgehen können und uns nicht einsperren in unseren Vorstellungen. Ja, ganz genau das, glaube ich, das kann der Film sehr gut machen. Denn im Film sehen wir die Vorstellungen, die wir haben, auf einer Leinwand, in der Realität selbst. Wir verstehen also, dass unsere Vorstellungen sozusagen nicht in unserem Kopf verschlossen sind, sondern dass unsere Vorstellungen reale Konsequenzen haben dafür, wie wir leben wollen und wie wir derzeit leben. Mhm. Und ich glaube, da kann die Philosophie einsteigen und sich anschauen, aha, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Welche Vorstellungen machen wir uns von der Welt und wie lassen die sich korrigieren? Und das heißt dann aber auch, dass wenn wir fixe Vorstellungen haben, dass wir nicht meinen müssen, dass vom Film aus eine Gefahr auf unser moralisches Weltverständnis wirklich konkret ideologisch ausgeht. Ich glaube, dass Filme sicher ein ideologisches Potenzial haben, aber dass Filme nicht notwendigerweise ideologisch sind. Es gibt eben ideologische Filme und nicht ideologische Filme. Mhm. Genauso wie es ideologische Menschen und nicht ideologische Menschen gibt. Mhm. Filme sind eben nicht Habots in dem Sinne, dass sie von uns unabhängig sind, sondern Filme sind immer auch Objektivierungen dessen, wie wir uns unser eigenes Menschsein verständlich machen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Titel darüber setzen müssten, könnten wir sagen, Kino ist nicht bigger than life, Kino ist live. Ja, ganz genau. Ja. So können wir das sicherlich zusammenfassen. Herr Gabriel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja.